Meine sehr verehrten Freunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dem Reboot eines der alten Videoformats von mir, nämlich Road to Mastery. Habe ich damals auf Zeronic.at schon eine Folge gemacht und dann nie wieder angefasst. Jedenfalls, jetzt geht's weiter. Das hier ist Folge 1 für alle Neuankömmlinge, die nicht wissen, worum es in dieser Kategorie geht. Ich bin sauscheiße in Minecraft PvP. Also wirklich sauscheiße. Ist mir auch egal, ich spiele ja wirklich nicht oft. Das kommt auch unter anderem davon, weil ich nicht oft spiele. Nur ab und an mal wirklich, wenn ich gezwungen werde und selbst dann baue ich eigentlich nur Scheiße, weil ich das im Grunde nicht ganz so ernst nehme und irgendwie troll ich dann nur meine Kumpels und so. Aber das ist jetzt eine Sache, die soll sich ändern hiermit. Ich erwartet bitte kein super skilliges Gameplay, erwartet am besten nicht mal einen Kill, weil ich glaube, ich werde in dieser ersten Folge nicht mal einen Kill machen. So, Fakt ist, ich kommentiere das Ganze jetzt live, ich setze mich jetzt hin und nehme einfach jetzt die ersten irgendwie 2-3 Runden, je nachdem wie es von der Zeit herkommt, einfach auf, hintereinander. Ich nehme jetzt, schneide jetzt nicht irgendwie die besten rein. Wie gesagt, erwartet kein Kill, erwartet kein skilliges Gameplay. Und der Sinn ist dann, dass ihr mir über Zeit Tipps geben könnt in den Kommentaren, wie ich besser werde. Und dann könnt ihr beobachten, wie ich am Anfang ein Vollnoob bin und am Ende hoffentlich ein PvP-King. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil jetzt geht schon die erste Runde los. Und, go, schnell, schnell, Kiste. Gib mir Schwerter. Ey, komm, was? Wollt ihr mir ernsthaft sagen, ich habe jetzt nur dieses dumme Holzschwert hier? Ach, das ist jetzt aber... Ja, Freunde, es fängt super an. Ach ja, und übrigens, ne, für alle Leute, die jetzt der Meinung sind, dass ich das hier vielleicht nachmache, irgendwie von hier Domse Play oder wie der heißt, von seinem Format Road to Prone, das heißt es, glaube ich, wo es ungefähr um dasselbe geht. Lustigerweise, damals in dem Video habe ich gesagt, wann ich es aufgenommen habe. Und das weiß ich noch, weil das kurz vorm Holy war. Also ich habe das im Grunde sogar ein paar Tage aufgenommen, bevor er seins überhaupt hochgeladen hat. So, und ab nun weiß ich keine Kommentare, ich beachte die nicht mal mehr, Leute, die sagen irgendwie, ich würde das nachmachen. Weil jeder, der mich kennt, weiß, ich habe zu viel Stolz, um überhaupt irgendwas nachzumachen. Der Name stammt übrigens aus dem Buch Road to Mastery. Bücher sind ganz nett, solltet ihr mal lesen. Ist nicht schlecht. So, hier oben ist irgendwie nichts, oder? Jedenfalls sehe ich keine Kiste. Ja, das ist ein bisschen scheiße, wenn man die Map nicht kennt. Ich glaube, das ist auch das Hauptproblem, was ich jetzt hier... Ah, da kommt ein Typ, da kommt ein Typ. Hi, hi, was geht? Oh, der hat eine Diox, der hat eine Diox, das Schwein. Oh, okay. Mein erster Kill. Wow, das hat besser geklappt, als ich dachte. Also, Freunde, sagt mir nicht, was ich jetzt hier besser machen könnte, das weiß ich. Und zwar, egal, ich habe ja jetzt eine Dia-Axt, so. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen sehr nervös. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich jetzt wieder Survival Games hier aufnehme. Ich bin ein wenig durch den Wind. Und ich glaube, dass ich die Maps hier nicht kenne, alle. Ich glaube, das wird ein Hauptproblem von mir sein, weil ich weiß weder, ihr merkt, dass ich wandere hier sehr ziellos rum. Ich weiß weder, wo jetzt die Kisten sind mit krassem Shit drin, noch weiß ich, wo es denn hier jetzt sichere Sachen gibt oder irgendwie... Oh nee, dann decke ich nicht hin, da ist ein Typ. Eine Konfrontation fürs Erste reicht mir, vielen Dank. Ja, das ist wahrscheinlich eine Sache, die ich dann mit der Zeit verbessern muss. Dass ich vielleicht öfters mal spiele und mir dann die Maps merke. Weil ich glaube, das ist schon ganz cool zu wissen, wo jetzt irgendwie meinetwegen ein Eisenschwert ist. Oder ein Steinschwert. Für den Sinne jetzt. So, da vorne, was haben wir da denn hier? Das ist so ein Helikopter. Seht ihr, sowas meine ich zum Beispiel, solche Landmarks. Wären ganz cool zu wissen. Da ist doch bestimmt irgendwas super krasses drin, oder? Hier in so eine Kiste, ne? Hier vorne vielleicht, ne? Auch nicht. Scheiße. Oh, da höre ich wen. Da höre ich wen. Raus hier. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Hier geht's raus. Ne, da. Ja. So, okay, raus. Raus, ganz schnell weg. Da ist ein Typ, der hat auch eine Diax. Nein, scheiße. Ah! Gut. Das war ein bisschen Pech, dass ich jetzt in den reingerannt bin. Egal, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ja gut, das war jetzt schon mal ein wenig doof. Ist nicht schlimm, Pech kann man ja mal haben, dass ich ausgerechnet in den Typen da reingerannt bin. War auch natürlich meine Schuld, weil ich musste ja unbedingt von dem dummen Gebäude da runterspringen und hatte dann auch kein Leben mehr und hab nicht mehr gereckt. Ach doof, hätte ich drauf aufpassen müssen. Egal, ist ein Fehler, ist gespeichert in meinem Hirn, da bleibt er jetzt und wird nie wieder behandelt. Wie gut, dass das hier jetzt auch schon wieder eine Map ist, die ich nicht kenne, was nicht sehr viel zu sagen hat, weil ich kenne die alle nicht. Also das ist was, das müsst ihr mir nicht schreiben, weiß ich Bescheid, irgendwie mal ein paar Maps lernen. Gut, egal, konzentriere ich mich jetzt mehr auf diese Runde. Vielleicht klappt das ja ein wenig besser. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt mehr von hohen Gebäuden springen. Gehen wir erstmal wieder in die Mitte hier. So, komm mal her, was haben wir denn hier? Kiste, oh, Holzschwert, nice. Oh, eine Eisenbrustplatte, immerhin die habe ich abgestaubt. Das ist vielleicht schon mal gar nicht schlecht. So, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen was. Holzschwert ist zwar das gleiche, was ich letzte Runde auch hatte. Da wird mein Skill, glaube ich, jetzt nicht groß verändert werden. Mein Skill mit dem Holzschwert. Ah ja, Block hinten ist auch so eine Sache.
Ja, oder warte mal, ich schnetze jetzt den Typen hier. Komm, weil ist die Schutzzeit vorbei? Ich glaube, den hole ich mir jetzt. So, die Schutzzeit ist vorbei. Na komm. Hier, in die Fresse, Kollege, in die Fresse. Jetzt bleib doch stehen. Ich sollte vielleicht kurz sagen, wie habe ich den denn jetzt nicht erwischt? Das ist natürlich jetzt hier keine Show, meinen Skill zu beweisen, den ich weiß Gott nicht habe. Sondern das ist ja hier alles Entertainment. Vergesst das bitte nicht. Ich will jetzt hier nicht irgendwie sagen, wow, ich werde jetzt hier der Größte. Und würde der Typ jetzt bitte mal stehen bleiben? Komm her jetzt hier. Okay. Rip, ist er tot. Vor mir in den Abgrund gesprungen. Das zählt irgendwie auch als mein Kill. Nee, nicht wirklich. Scheiße. Egal. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Wookie-PvP. Kommt, der ist der nächste. Okay, sag mal, was ist denn los in der Runde hier? Bin ich jetzt auf einmal ein PvP-Gott geworden, dass sie jetzt alle auf einmal vor meinem Schwert jetzt davon zittern? Oder? Okay, ich weiß es nicht. Ich laber Scheiße. Ich will aufhören, Scheiße zu labern. Das ist vielleicht was auch, das sollte ich mir merken. Geh ich mal hier lang. So, auch den Sprungtipp kenne ich natürlich. Hier genau, was ich sagen wollte, über Blockhitten. Blockhitting weiß ich natürlich Bescheid, weil mir das damals schon Leute geschrieben haben. Allerdings ist mir das ein bisschen zu unzuverlässig für meine Verhältnisse, deswegen lasse ich das ein bisschen. Wenn man es nicht richtig kann, soll man es lieber lassen, nicht wahr? So, übrigens habe ich auch kein Texture Pack oder Shader drin, das hatte ich damals, da haben die Leute gesagt, nee, Ray, hörst du auf bei PvP jetzt hier irgendwie einen Shader reinzumachen? Und da ich jetzt kein Texture Pack bevorzugen wollte, habe ich das einfach auch weggelassen. So, perfekt, Field of View ist natürlich auf Quake Pro, weil so spiele ich auch so ganz gerne. Das habe ich für euch, für die anderen Videos extra runtergeschraubt, damit ihr nicht meckert, weil viele von euch mögen das ja scheinbar nicht. Ich mag es sehr gerne. Also könnt ihr mal sehen, wie viel er mir bedeutet. Was ist denn jetzt hier los? Warum backe ich denn auf der Stelle rum? Ey, danke. Ey, kommt doch. Ich habe da vorne eben einen Typ gesehen. Ich würde da jetzt gerne hin. Ah, ich backe. Kann ich bitte aufhören zu backen? Na, jetzt geht's gerade wieder. Ja, ich bin vorhin auch kurz nochmal vom Server geflogen. Ich weiß nicht, ob es hier gerade irgendwelche Probleme gibt. Es ist auf jeden Fall nicht der Bug mit dem Ducken. Das habe ich gerade ausprobiert. Und da ist ein Typ. Das ist ja fantastisch. Ja, jetzt geht... Nee. Ach, scheiße. Komm mal jetzt her, ich will den Typen da schnetzeln. Der sieht so aus, als ob er nichts kann. Hier, drauf jetzt auf den Skiller. Auf den Skiller 99. Komm doch bitte jetzt. Ach, was soll denn das? Ist das jetzt euer Ernst? Ja gut. Das ist natürlich jetzt, also... Ich meine... Und er hatte noch volles Leben. Fantastisch. Das hat gut geklappt und lag nur an meinem Skill. An meinem mangelnden Skill. So, ich glaube, eine Runde machen wir noch. Das war natürlich jetzt auch wieder sehr, sehr cool. Mann, ich habe aber auch heute wieder ein Pech. Das kann doch nicht sein, immer wenn ich hier Road to Mastery aufnehmen will. Es kann echt nicht sein. Gut, aber daraus lernen wir jetzt eine weitere Lektion. Nicht versuchen, irgendwen zu schnetzeln, wenn es offensichtlich rumlaggt. Gut, ich weiß nicht, ob mir das in irgendeiner Weise in meiner PvP-Karriere helfen wird, dieser Tipp, weil ich da nicht groß Einfluss drauf habe. Aber gut, so, mal wieder eine Map, die ich nicht kenne. Natürlich, wie könnte es auch anders sein? Hoffentlich werde ich jetzt ein bisschen länger überleben als die letzten Runden. Ich glaube, die letzte war jetzt 3 Minuten lang oder so. Zwischendurch ist auch nochmal der Server abgestürzt. Oder mein Minecraft, ich weiß nicht, was da los war, egal. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch, so. Was haben wir denn da? Oh, wie schön, ein Brot. 4 Brot. Jawohl, perfekte Start-Items. Dann bewege ich mich mal hier weg. Ach du Scheiße, geht's da runter? Da geht's ja runter. Das ist aber scheiße. Es könnte aber auch gut sein, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Typen, wenn ich jetzt kein Schwert finde oder so. Ich bin ja ein sehr ausgefuchstes Bürschchen. Vielleicht könnte ich jemanden überreden, dass er da runterspringt. Ich werde mal sehen, wer ist denn hier? Kann ich irgendwen locken? Ich mag jetzt auch nicht irgendwie jetzt hier am Spawn schon Kisten. Also in Spawn-Nähe Kisten schnetzen. Oh, da ist einer. Hier, komm mal mit, Kollege. Hier rüber, komm hier. Oh Gott, oh, weg. Ja, nice. Da hat mein Plan doch wunderbar funktioniert. Hat mir jetzt einen Kill beschert, in irgendeiner Weise. Leider hat mir das nicht viel gebracht, weil das Zeug jetzt für immer verloren ist. Aber gut, ein Kill, ich glaube, das zählt. Ich finde, das zählt, Freunde, ich finde, das zählt. So, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Wo ist denn hier der Ausgang? Da. Ihr wisst, Freunde, meine Orientierung in Videospielen, die ist nicht so das. Egal, immer ein Brötchen futtern. Ja, Maps lernen weiß ich natürlich jetzt. Maps lernen sollte ich auf jeden Fall. Jetzt irre ich hier schon wieder wie so ein Pavian in Schokosoße rum und weiß nicht, wo es lang geht oder wo Kisten sind. Ja, irgendwie ist da kein... Da vorne war gerade einer. Ich könnte vielleicht versuchen, noch einen runterzuschubsen, aber das bringt mir ja im Endeffekt nichts. Da ist irgendwie dann am Ende Deathmatch und da stehe ich da ohne alles, nur mit meinen 3 Stücken Brot. Und zu der Zeit werden es dann nicht mehr Brot sein, dann wird es verarbeitet sein. Und ich meine, damit könnte ich werfen, ich könnte es den Affen gleich tun. Ja, mal eine Hose, hier eine Lederhose. Ich glaube, Leder ist besser als Kette. Oder ist Kette besser als Leder? Meine Logik sagt mir, Kette ist besser als Leder. Ich weiß es nicht. Wie das mit der Kette war, das wusste ich noch nie so ganz. Oh, da kommt einer. Und ich bin nirgendwo in Richtung Schlucht.
Das ist jetzt ein bisschen scheiße, aber zum Glück bin ich ja der King im Abhauen. Nee, geh weg, Kollege. Oh, er geht an die Kiste. Nice. Lass mich schön in Ruhe, lass mich schön in Ruhe. Ich bin gar nicht da. Ich bin wie ein Schatten. Ich bewege mich über die Map. Genauso doof auch. Kommt der noch? Kommt der mir jetzt nach? Nee, der, was machen der? Der chillt da oder was? Aber es ist spannend. Es ist so spannend. Darauf erstmal wieder ein Brötchen hier. So, hier, komm, weiter. Na, der geht echt weg, ne? Ich glaube, der kommt mir nicht mehr zu nahe. Gut, Kisten suchen, Kisten suchen. Wo könnten Kisten sein? Wahrscheinlich hier im Haus, vielleicht da unten links, ne? Es wäre ein schönes Versteck für eine Kiste. Wäre ich so ein Map-Bauer oder so, hätte ich da eine hingebaut. Dann würden die Leute wahrscheinlich nicht mehr hochkommen und hätten davon nichts. Aber genau deswegen bin ich ja auch kein Map-Bauer, nicht wahr? So, nochmal kurz zur Unterstreichung. Ich weiß, ich habe es zwar schon gesagt, aber trotzdem. Das hier ist reines Entertainment, Leute. Wahrscheinlich können manche von euch das nicht als solches empfinden. Hier jetzt die von euch, die 10.000 Stunden lang am Tag Minecraft PvP spielen und sich hier gerade die Haare ausraufen und fragen, oh mein Gott, wie kann er so schlecht sein? Wie hat der mit dem Brot noch keinen getötet mit dem einen Stück, was er da hat? Ich bin so ein Skiller, ich hätte das geschafft. Oh, immer eine Holzachs. Nice. Damit könnte ich auch schon, glaube ich, ein bisschen was anfangen. Ihr wisst ja, hier das mit dem Schnellklicken und so, das habe ich immerhin raus. Nur meine Zielgenauigkeit ist noch nicht so ganz der Hammer. Hier Lederbrustplatte, alles gut. Ohne Steinachs ist ja sogar noch besser. Hohe Hähnchen, hohe Hähnchen, hohe Hähnchen sind gut. Kann ich hier hoch? Ist hier irgendwas? Nein, ne? Okay, ja, also was ich, der erste Tipp, den ich auf jeden Fall jetzt schon aus dieser Folge mitnehme, ist auf jeden Fall Maps lernen. Da weiß ich Bescheid, Leute. Oh Gott. Dann wollen wir mal schauen, wie ich jetzt hier rumkomme. Geht's hier weiter? Ich hoffe, es geht hier weiter. Ist das ein Wal? Das ist ein Wal. Okay. Gut, seht ihr, Freunde, diese eine Sekunde, in der ich jetzt überrascht war, dass da ein Wal ist, die hätte ich mir sparen können. Hätte ich gewusst, dass da ein Wal ist, hätte ich die Map studiert vorher. Das wäre eine Sekunde gewesen. Ich wette, die wird mir irgendwie später zum Verhängnis werden hier. Das ist ganz scheiße dann. Egal. Wir gehen jetzt weiter hier in der Kiste. Es wäre noch die Lederhose, brauche ich nicht. Bin kein Bayerer. Ich bin kein Bayerer mit meiner Weißwurstel. So, und das, leck mich doch am Moch, kurz Schwarf. Und da oben ist noch eine Kiste, was haben wir denn? Ey, will ich da bitte? Ey, nee. Hör auf, nee, nix hier, Dropper. Oh, da ist ja Zeug dabei. Ein Kompass. Finde ich ganz lustig. Damals in Endergames haben mich ja Leute angeflaumt, weil ich den Kompass nicht benutzt habe, den Tracker für Spieler. Gut, dass ich jetzt einen habe, dann könnte ich auch diesen Fehler wieder gut machen. Allgemein haben mir damals alle gesagt in der ersten Folge, da habe ich übrigens Endergames gespielt, auch hier auf Gomme HD. Habe ich auch noch nicht gesagt, ist der Gomme HD Server hier? Ist ganz, ganz schnieke hier. Ne? Da haben mich schon alle angeflaumt. Ray, wenn du so scheiße im PvP bist, warum fängst du damit Endergames an? Gebe ich euch natürlich vollkommen recht. Deswegen ja diesmal Survival Games, nicht wahr? Ich sollte jetzt echt mal irgendwie Spieler finden. Komm mal her, ich gucke jetzt auf den Kompass. Da vorne sollte irgendwo einer rumeiern. Und dann greife ich den jetzt einfach mal mit meiner Steinspitzhacke vielleicht an. Besseres Zeug habe ich ja nicht. Vielleicht sollte ich sollte mir echt mal irgendwie in meiner Freizeit vielleicht ein paar Kumpels holen und dann einfach nur zu spielen, um die Maps zu lernen. Das ist zwar jetzt irgendwie nicht im Sinne von dieser Videoreihe hier, weil ich hatte es ja so schön vorgehabt, dass ich vielleicht jetzt außerhalb dieser Videoreihe, also außerhalb der Aufnahmen, gar nicht spiele, damit mein Fortschritt umso krasser wird. Aber ich glaube, das wäre dann schon notwendig. Also ich werde das wahrscheinlich machen. Und vor allem, wenn ihr mir dann auch Tipps gebt, dann ist es ja was ich dann in meiner Freizeit, meine wertvolle Freizeit, oh, Freizeit, nice, hier nochmal spielen wegen, wertvollen Freizeit könnte ich dann ja auch üben, was ihr mir sagt und so besser werden für die nächste Folge dann hoffentlich, ne? Also so ein bisschen wie Hausaufgaben. Gebt mir Hausaufgaben, Freunde, ich hab da nichts gegen, gebt mir ordentlich Hausaufgaben. Auch wenn ich sie hasse. Vielleicht mache ich sie einfach nicht. Vielleicht warte ich irgendwie bis zur Aufnahme und dann schreibe ich die vom Kumpel. Oh, da ist ein Typ. Nee, der hat voll Eier. Mit dem möchte ich mich irgendwie nicht anlegen. Vielleicht möchte ich auch den wieder runterschubsen. Kommt er mir jetzt nach? Ich weiß gar nicht. Kommt er mir nach? Der ist irgendwo da hinter mir. Na, der schaut irgendwie nicht so aus, ne? Ich glaube, der hatte mich gar nicht bemerkt. Ich sag ja, ich bin wie ein Schatten. Ein sehr blöder Schatten, der nicht sehr gut ausgerüstet ist. Aber auch diese Schatten sind Schatten, also behandelt sie nicht anders als andere Schatten, weil das ist Schattismus. So, hier drin, ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll. Da sind wahrscheinlich Kisten, aber ich habe Angst, dem Typen dann über den Weg zu laufen. Und so auf Close Combat hier jetzt mit einem Full-Iron-Typ, der wahrscheinlich auch noch ein gutes Schwert dabei hat, das möchte ich ehrlich gesagt gerne vermeiden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich könnte so viel mehr reißen, wenn ich bessere Items hätte. Wahrscheinlich hätte ich auch am Anfang der Runde mehr Leute töten müssen. Irgendwie. Und den einen Typ hätte ich wahrscheinlich nicht runterschubsen müssen. Ah, okay. Da sind Leute am Spawn. Hi. Die kommen mir aber auch nicht nach. Sag mal, was ist denn hier los? Warum kommt mir keiner nach? Ich bin wahrscheinlich zu unwertvoll. Ich bin es gar nicht wert, oder was? Das ist ja hier. Oh, der will Bogen. Was ist das mit schon? Oh, shit.
Das ist genau die Situation, die ich angesprochen habe. Jetzt bin ich hier im Deathmatch mit meiner Axt hier und einem Kuchen. So, mehr kann ich jetzt nicht machen, außer rumsitzen, Kuchen futtern und ein bisschen axten. Kann ich mich hier verstecken vielleicht? Boah, ich bin jetzt immer mehr ein Schatten. Ich versteck mich jetzt? Nee. Okay, scheinbar leben nur noch wir beide. Immerhin bin ich Zweitletzter geworden. Also ich bin Zweiter in irgendeiner Hinsicht, ne? Ich weiß, das ist jetzt nicht mit dem Mittel, das ich mir so vorgestellt habe. Alles klar, ja. Das war's dann mit mir und auch mit der ersten Folge Road to Mastery. Titel aus Buch. Hoffentlich killen wir nächstes Mal mehr Leute. So, das war's von mir. Gib mir Tipps, bitte, bitte, die habe ich nötig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es so wieder heißt. Road to Mastery, Leute schnetzeln und so weiter. Ciao. Danke fürs Anschauen des Videos. Besucht Sir Raidlow auch auf Facebook sowie auf Twitter. Abonniert den Kanal noch heute und wir erwarten euch mit Kuchen.